Verwirrung bei der CSU. Horst Seehofer will nicht vor, sondern hinter den Kameras vorbei. Heute mal keine Statements von ihm. Andere eilen durch den Regen an den Sondierungstisch. Es geht als erstes um die ländlichen Regionen, eine Herzensangelegenheit der Ostministerpräsidenten. Sie haben der Kanzlerin einen Brief geschrieben und fordern, auch in einer künftigen Jamaika-Koalition, ein klares Bekenntnis zum Osten. Denn wir haben gemerkt, dass die Gesellschaft sich insgesamt auseinander. Bewegt, nicht nur politisch, sondern auch zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West. Da haben wir Handlungsbedarfe. Und man merkt es ja auch an den Wahlergebnissen. Wir wollen den Zusammenhalt der Gesellschaft sicherstellen. Und da muss uns mehr einfallen als bisher. Und das eint die künftigen Koalitionäre. Sie wollen strukturschwache Regionen stärken, damit sich die Menschen auch in den Dörfern nicht abgehängt fühlen. Heißt schnelles Internet, Bäcker, Ärzte, Dinge des täglichen Lebens. Die Richtung ist klar, über das Wie wird noch verhandelt. Natürlich ist es, dass wir nochmal auf die besonderen Belange der ostdeutschen Länder hingewiesen haben. Gar nicht so als Problem, sondern zu sagen, es stecken ja auch viele Chancen in unserer Region. Wie kann man aber sehen, dass die Kommunen dort auch finanziell gut ausgestattet sind? Darin dürfte sich Jamaika schnell einig werden. Ein Streitpunkt dagegen, das Thema Landwirtschaft. Vor der Tür regt sich grüner Protest gegen Massentierhaltung und Insektensterben. Dann weiß man, dass unsere Art der Landwirtschaft das ist, was da ein riesiges Problem ist. Es geht darum, dass wir Monokulturen haben, viel zu viele. Es geht um den Einsatz von Pestiziden. Die Grünen fordern eine Agrarwende. Die CSU lehnt das ab. Das Problem ist benannt. Einen Lösungsweg müssen sie erst noch finden.